und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem neuen Video von meinem Kanal. Und heute wird es um die Top-Buff- bzw. Debuff-Helden gehen. Und wie ihr schon sehen könnt, fangen wir direkt mit Platz 18 an, der Eisdame. Und naja, sie kommt in die Liste, weil sie den Angriff und die Angriffsgeschwindigkeit aller verbündeten Helden um 58% für 4 Sekunden erhöht. Und warum sie auf den letzten Platz ist, ist wegen der Abklingzeit von 6 Sekunden. Hätte sie keine Abklingzeit, wäre sie auf jeden Fall weiter oben. Aber da sie außer diesem Skill ein komplett unnützlicher Held ist, kommen sie auf Platz 18. Platz 17. Anubis. Anubis, sein einziger Debuff ist, dass er den Damage von den gegnerischen Helden verringert. Und naja, ist eigentlich nicht so das Main-Ding von ihm. Deswegen ist er auch so weit hinten. Aber er kann außerdem halt extrem viele Truppen und so zerstören, was natürlich nice für den GK ist. Aber generell in jedem Fall würde ich dieses Bild hier empfehlen mit einem Erquicken und einem Überleben. Weil er, wenn er wiederbelebt, dann direkt überlebt und naja, so möglichst lange überleben kann. Weil das bei Buffern bzw. in seinem Fall bei Truppentösern das einzige Ziel ist. Kommen wir zu Platz 16. In diesem Fall habe ich diesen Held nicht als Buffer und oder Debuffer gespielt, da ich ihn als One-Shot-Held spiele, wobei er in diesem Fall nicht unbedingt der Beste ist, aber das ein oder andere Mal kann er schon Helden One-Shotten bzw. extrem low hitten mit 9er OP und 8er Erquicken. Aber unabhängig davon hat er denselben Skill wie Anubis, dass er den Angriff von den gegnerischen Helden reduziert. Warum er vor Anubis kommt, ist ganz einfach, weil er ein epischer Held ist und daher bessere Stats hat und daher auch höhere Überlebenswahrscheinlichkeiten hat. Kommen wir zu Platz 15, Athene. Warum Athene nur auf diesem Platz ist, liegt ganz einfach daran, dass ihr Buff, den sie gibt, nämlich die Angriffsgeschwindigkeit von verbündeten Helden zu erhöhen, nicht ausreichend ist, um irgendwie eine höhere Platzierung zu erreichen. Jedoch ist sie in einer höheren Platzierung wie Eisdame, welche an sich einen besseren Buff hätte, oder Anubis und Demona, da sie generell im Spiel deutlich nützlicher ist als diese und auch im High-Macht-Bereich genutzt wird. Bei Platz 14 tut es mir sehr leid, aber ich habe diesen Helden leider noch kein einziges Mal gerollt, trotz sehr, sehr langer Zeit, in der ich ihn hätte rollen können. Eigentlich seit dieser Held rauskam. Jedoch dieser Held auf Platz 14, da er die gegnerischen Helden den Angriff von ihnen reduziert und sie auch verstummt außerdem. Was natürlich an sich ganz nett ist, dass er sie verstummt. Jedoch, warum er nur so weit hinten ist, liegt einfach daran, dass er nur Helden in der Nähe verstummt und nicht generell einfach alle oder eine bestimmte Zahl. Auf Platz 13 ist Michael. Er wirft ein Schild auf 8 verschiedene verbündete Ziele, welche 75% des erlittenen Schadens dann zurückwerfen und 75% schneller angreifen. Was an sich natürlich ganz gut ist, warum er leider auf diesem 13. Platz nur ist, liegt daran, dass er halt ein alter Held ist und an sich nicht mehr so stark ist. Auf Platz 12 ist der Kristallgeist. Dieser Held zusammengefasst den Schaden, den die lowesten Helden im Team erleiden, verringern und macht, dass die gegnerischen Helden deutlich mehr Damage erleiden, was natürlich ziemlich nice ist. Sonst ist er natürlich ein relativ schwacher Held, aber die Buffs an sich sind ziemlich nice. Kommen wir zu Platz Nummer 11, Vespiana. Vespiana tut auch den erlittenen Schaden von den Gegnern erhöhen und ihre Heilung komplett ausschließen, was natürlich ganz nice ist. Außerdem tut sie die Genauigkeit von Teammates erhöhen und diese Genauigkeit, die sie durch ihren Buff hier hinzufügt, kann nicht entfernt werden, was übelst, übelst stark ist. Kommen wir wieder zu einem Held, den ich leider Gottes nicht habe, trotz dass dieser extrem overpowered ist. Hätte ich natürlich gerne.
Dieser Held kommt in diese Liste, weil er den Schaden, erlittenen Schaden von den Gegnern wieder mal erhöht. Jedoch in diesem Fall tut er ihn enorm erhöhen, indem er ihn dreifach erhöht. Also 300% im Gegensatz zu Low-Prozentzahlen wie 30% oder sowas. Jedoch nur auf die Ziele, die durch seinen Stun oder ihren Stun getroffen wurde. Was natürlich das Ganze wieder ein bisschen abschwächt. Aber sie ist generell ein übel starker Held, also gönnt euch den. Aber passt auf, ist jetzt nicht so der kranke Buffer, aber trotzdem gönnt euch, gönnt euch. Kommen wir zu Platz Nummer 9. Das ist Phobos. Warum ist er da drin? Er tut Energie entziehen, tut Energie Erholung verringern und außerdem tut er Buffs entfernen, was natürlich ziemlich nice ist eigentlich. Ne? Kommen wir zu Platz Nummer 8. Der Ripper entfernt wieder wie die anderen Buffs und verstummt sie, was natürlich ziemlich nice ist. Also sie können keine Fähigkeit mehr auslösen, das heißt verstummen. Außerdem werden die Heilungseffekte um 90% reduziert, was Schakuzell ist. Was aber beim Ripper nochmal zu beachten ist, was extrem, extrem krank ist, dass seine Fähigkeit unausweichbar ist. Und außerdem ist es ein extrem tanky Held, also rentiert sich übelst, aber ist halt nicht so krass auf Buff und Debuff, sondern eher, naja, ist eigentlich nur Debuff und deswegen kommt er halt in Anführungszeichen nur auf Platz 8 in dieser Liste. So, kommen wir zu Platz Nummer 7, dem Koloss. Viele werden sich wundern, warum der nur auf Platz 7 ist. Das liegt daran, dass es noch so viel krasse Buffer gibt und Debuffer. Und naja, was macht er? Er unterstützt tankhaft das Team unnormal krank. Und das geht wie folgt, nämlich er tut 50% des Damage, was sein komplettes Team kriegt, auf sich übertragen. Und er selber hat ab 70% seiner LP ein Damage Cap von 50.000, was natürlich übel krank ist. Damage Cap auf 50.000 hört sich jetzt irgendwie ein bisschen hoch an, aber ich meine, wenn wir jetzt dann im DB30 Bereich sind, bei einem epischen Helden, dann sprechen wir davon 2-3 Millionen Leben oder sowas. Also da ist der Damage Cap auf jeden Fall ultra low und ist halt einfach übel nice, dass du kannst einfach ein richtig untanky Team eigentlich nehmen und den Koloss einfach rein und dann ist Team tanky. Kommen wir zu Platz Nummer 6, der Frau Magie. Warum ist Frau Magie auf Platz 6? Ganz einfach, die hat einfach so einen fucking langen Skill an Buffs, das ist einfach unnormal. Also reduziert die Angriffsgeschwindigkeit, die Energiegewinnungsrate und das Ausweichen um 50% von den Gegnern. Ist natürlich nice, okay, Energiegewinnungsrate um 50%, wenn es jetzt schnelle Erholung ist oder so, dann juckt es nicht so, oder wenn jemand Stärken hat. Aber unabhängig davon ist er einfach generell geil. Und macht halt dann genau das, den Gegensatz dazu für ihre eigenen Helden. Also erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, Energiegewinnungsrate, Ausweichen von allen verbündeten Helden um 50%. Und was sich halt noch als Zusatz macht, was jetzt nicht so relevant ist, weil es nur 480% sind, hielt sie halt noch die Teammates, was natürlich ganz nett ist. Und da ihr Skill an Buffs einfach so fucking lang ist, kommen sie halt auf Platz Nummer 6. Kommen wir zu Platz Nummer 5. War natürlich nur ein Spaß. Ich habe meinen Kürbis natürlich auf Devo. Naja, auf jeden Fall ist der Kürbis ganz einfach auf Platz 5, weil er einfach fucking krank sich stacken kann, weil er ja die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht und die Angriffsgeschwindigkeit und den Angriff und das kann sich einfach unendlich krank stacken und wenn man den auf genug Ausweichen spielt, kann der auch überleben, aber warum der nur auf Platz 5 ist, ist, weil wenn jemand genug Genauigkeit oder so hat, dann kannst du den Kürbis faktisch gesehen nicht am Leben halten. Er ist halt so ungefähr das Gegenteil von einem Tankheld. Also er ist so praktisch einer der untankigsten Helden im Game, aber vom Buffen her einfach nur krank. Einfach nur krank. Also rein vom Buffen könnte man theoretisch auch auf Platz 1 bringen,
Aber die Sache ist, er muss wirklich krank sein, um zu überleben. Das ist halt so. Naja, also da kann man sich drüber streiten. Ich würde vielleicht in einem reinen Buff, die Buff-Ranking, also wenn es nicht auf die Helden bezogen ist, sondern nur auf den Buff, dann wäre vielleicht auf Platz 1. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Bald sind wir bei den Top 3. Also, der Runemeister, also ich musste mir den Skill jetzt nochmal genau durchlesen, um ihn für euch perfekt zusammenfassen zu können. Also, entfernt die Energie um 100, also gleich 0 die Energie, wenn er prockt. Und sobald alle in dem Prock gestunt sind, können sie gar nichts mehr. Also weder healen, buffen, irgendwas. Die sind einfach gelähmt und können fucking nichts machen. Und außerdem tut er noch normal, weil es sind sechs zufällige Helden, tut er noch Crit erhöhen, was natürlich ganz nice ist, wenn du jetzt keinen Crit-Düner oder irgendwas hast in deinem Team. Ist auch fucking geil. Und ich meine, normal hast du nur 6 Helden in deinem Team. Also, da könnten sie auch alle schreiben. Also, ist fucking gut. Und man muss noch dazu sehen, er hat, wenn dieser Held low ist, kriegt also unter 70% wieder, dann hat er einen Damage-Kopf von 9000. Also, der ist scheiße tanky. Macht richtig geile Buffs. Und außerdem ist sein Damage auch nicht mal so low. Also, fucking stark, Alter. Kommen wir zu den Top 3. Auf Platz 3 war die Wasserheilige. Und warum die nur auf Platz 3 ist und nicht auf Platz 1, liegt einfach daran, dass da nochmal 2 sind, die, naja, besser healen können wie sie. Sie machen nämlich nur 1560% Angriff-Heal, was natürlich, ich meine, lol. Ja, doch, stimmt schon, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, sie healt halt einiges und außerdem tut sie den Damage erhöhen, was alles extrem fucking stark ist. Also der Heal, das ist einfach krank und der Damage-Buff ist halt, diese zwei Sachen sind einfach zu wild. Aber was der riesige Nachteil dann ist, dass es nur Ziele in der Reichweite hittet. Also wenn sie zum Beispiel in einem Festungskampfteam an der Seite gerade kämpft oder so, dann healt sie nicht unbedingt alle, beziehungsweise es kann sogar sein, dass sie niemanden trifft mit ihrer Fähigkeit und das ist natürlich dann ziemlich scheiße. Also, aber sobald sie trifft, ist sie halt fucking stark und ja, deswegen kommt sie auf Platz 3. Wir nähern uns langsam aber sicher der Nummer 1 an. Hier die Nummer 2, der Okkultist. Warum kommt Okkultist so weit vor? Ganz einfach, weil er einfach wieder einen relativ langen Skill dafür hat, dass er ein Healer ist, was ja an sich so der stärkste Buff ist, den man kriegen kann. Und zwar, dass er noch außerdem Debuffs entfernt und während des seines Heals können halt seine Helden, außer bei jetzt Ausnahmen wie einem Dynamiker, glaube ich, aber ich weiß gerade gar nicht mal sicher, ob der das ignorieren kann, kriegen die keinen Damage, sondern werden halt gehealt, nur gehealt. Also sie können gar keinen Damage kriegen. Also ist sozusagen Rambat für andere Helden, was halt einfach wild ist. Und die Helden, die das auch noch diesen Buff kriegen, kriegen dann auch noch ein Schild, was sie 120% mehr Angriff geben, was halt einfach, naja, ist halt einfach krank. 120% müsst ihr euch geben. Das ist, ich weiß nicht, ist das ein 10er Kriegsgott oder so? Na, vielleicht nicht ein 9er oder keine Ahnung. Aber es ist krank. Also, ich meine, 120% Angriff, so wie hat sonst kein einziger Held in dem Game. Und ihr habt schon alle darauf gewartet, auf die Platz 1. Walla Walla. Ich habe es zwar schon vielleicht ein bisschen angeteasert, aber ja. Warum Walla Walla auf Platz 1? Also zum einen ist auch der stärkste Healer immer noch im Game. 2000% Angriff healt er. Im Gegensatz jetzt zu der Wasserheiligen. Ah, die war nicht Skill 15. Okay, ich glaube, die ist mit Skill 15 auch 2000 healen. Ja, es tut mir ein bisschen leid. Aber Walla Walla tut im Gegensatz zu ihr auch Leute nicht in der Reichweite healen. Was natürlich extrem stark ist. Außerdem tut er auch Angriff erhöhen. Zwar ein bisschen weniger wie die Wasserheilige, aber im Gegensatz zur Wasserheiligen wieder alle, also oder halt nicht nur die in der Reichweite. Außerdem debufft er, indem er die Bewegungsgeschwindigkeit und die Heilung
um 90% reduziert, was natürlich vielleicht in der Arena ganz nett ist, beziehungsweise auch im Festungskampf, wenn ihr jetzt mal seht, da kommt, kommen die Gegner und sagen wir mal, wir kämpfen jetzt mal nicht auf dem ganz high Niveau, da sind Lazulex oder so, der vorne langläuft und ihr beide Lazulexe und du hast einen Walla Walla, der den Lazulex hittet, dann wird dein Lazulex erster Brocken, weil er schneller vorne ist, weil er mehr Bewegungsgeschwindigkeit hat. Und der Heal-Debuff ist natürlich auch ziemlich nice. Außerdem tut er noch negative Buffs entfernen und ist selber immun gegen Verstummen und macht ihn dadurch eigentlich als ziemlich kranken Healer. Counter dagegen wäre halt dann letztendlich doch der Runenmeister. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gut gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Wertung freuen. Und checkt auf jeden Fall gerne mal meinen Discord-Server aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Sonst habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.